Leute, ich habe schon wieder die neuesten Informationen zum Release von XDefiant. Gestern erst ein Video rausgehauen, was by the way echt richtig, richtig gut bei euch ankommt. Danke für den Support. Gerne weiter am Start bleiben, abonnieren, kommentieren, Daumen hoch und so weiter und so fort, wenn ihr nichts von XDefiant verpassen wollt. Auf jeden Fall hat sich Mark Rubin, der Chef, höchstpersönlich am 11. September auf der Ubisoft-Seite zu Wort gemeldet. Achtung, wenn ihr diese Seite besucht, ihr müsst es auf Englisch stellen, sonst seht ihr den neuesten Post nicht. Und ob der noch übersetzt wird, kann ich euch nicht sagen. Ich möchte euch grob zu Deutsch sagen, was passiert. Und er teasert vor allen Dingen in diesem Text ein Feature, was früher einfach zum Standard von Call of Duty war. Es gehörte zum Standard von Call of Duty, das wollte ich sagen. Und wurde mir nichts, dir nichts, ab der Modern Warfare-Reihe einfach entfernt. Und hat uns als Spieler so ein bisschen die Freiheit genommen, gewisse Dinge zu entscheiden. Und ich sage euch später im Video noch, welches Feature das sein wird. Und auch Suchen und Zerstören wird in diesem Text bestätigt. Können wir wahrscheinlich in der ersten Season frühestmöglich mit rechnen. Was hat Mark Rubin rausgehauen? Und ich möchte bitte allen Hatern, die jetzt wahrscheinlich sagen, ich hab's doch gleich gesagt, das Spiel wird um 3 Geburtstage deiner Mutter verschoben und so weiter und so fort. Lasst mich euch ein bisschen Hate, Wut und alles Wind aus den Segeln nehmen, denn Mark Rubin erklärt auch, warum es sein könnte, dass das Spiel um 2-3 Wochen vielleicht noch verschoben wird. Aktuell sind sie zwar noch im Zeitplan, aber es könnte sein, dass wir einen Day-One-Patch kriegen und somit wird das Spiel auf Anfang Mitte Oktober verschoben und ohne einen Day One Patch, was bedeuten würde, sie kriegen alles gefixt Ende September. Es gibt Problematiken und es gibt gerade ein paar Bugs auf verschiedenen Plattformen. Sie haben eine Menge Spieletester Teams, einzelne für jede Plattform, PlayStation, Xbox, PC, und sie sind hart daran am Arbeiten, sind auch mitten in diesem Prozess, diese Bugs ausfindig zu machen und zu fixen. Und es ist aber noch nicht auf allen Plattformen abgeschlossen. Und was wäre jetzt schlimmer an alle Hater da draußen? Ich weiß, ihr jammert immer ganz, ganz gerne rum, wie dramatisch und schlimm das doch ist. Obwohl die Welt so behindert und so scheiße aktuell ist, gibt es nichts Besseres, als sich darüber aufzuregen, dass ein Spiel Release verschoben wird. Und das geht mir so ultra auf den Sack. Das Leben ist so schnelllebig. Also einfach mal die Tatsache hinnehmen, dass es so ist. Wir können es eh nicht ändern. Weil was bringt es? Ohne das Böse an euch zu oder gegen euch zu richten, die da gerne so ein bisschen haten. Aber was bringt es, wenn XDefiant dem Community-Druck nachgibt, das jetzt released, alle freuen sich, alle sind gehypt und der Hype ist nach einer Stunde wieder verflossen, weil das Spiel mega, mega schlecht läuft, Bugs und so weiter und so fort. Also auf sämtlichen Plattformen sind die Spieletester daran, Bugs ausfindig zu machen. Und es gibt nämlich gerade einen Bug, der ist sehr hartnäckig. Es gibt verschiedene Fraktionen, da aktivierst du die Fähigkeiten und wenn die Fähigkeit nicht mehr aktiv ist, stimmt der Schaden der einzelnen Waffe, die du ausgerüstet hast, nicht mehr richtig. Und das kriegen sie aktuell nicht ganz gefixt, sind aber dran und sind guter Dinge. Es kann trotzdem sein, dass Ende September Stand jetzt bleibt. Sollte es aber noch einen Day One Patch geben, der dann vielleicht noch released wird, wird es wahrscheinlich Anfang Mitte Oktober. Und was ist jetzt so dramatisch, jetzt noch 2-3 Wochen zu warten? Dann erfreuen wir uns hoffentlich doch einem Spiel, was nahezu perfekt läuft und alles ist schön. Sollte natürlich, Ubisoft nimmt sich eh die Zeit, da können wir jetzt meckern, wie wir wollen, es bringt sowieso nichts. Also einfach hinnehmen und aufhören zu jammern. Aber ich gebe jedem freiwillig das Go. Kotzt euch von mir aus komplett aus, wenn es dann released wird. Ubisoft nimmt sich alle Zeit der Welt und es läuft trotzdem nicht. Dann kann ich immer noch sagen, okay, ballert raus, dann ist es wirklich Dreck und dann ist es wirklich sehr, sehr schwach. Auch wenn es ein Free-to-Play ist, da kann man dann trotzdem mal raushauen. Aber alles vorher, lasst uns einfach mal ein bisschen runterfahren, einfach die Zeit sich nehmen. Jetzt möchte ich euch aber noch sagen, welches Feature Standard in COD war und einfach entfernt wurde. Die freie Wahl der Maps, bevor eine Runde beginnt. In manchen CODs waren es, glaube ich, 2 Maps oder 3 Maps, die du wählen konntest. Die Mehrheit hat einfach bestimmt, welche Map aktiv ist. Und so soll das in XDefiant von Anfang an wählbar sein. 2-3 Maps zur Auswahl. Und wir können entscheiden als Mehrheit, welche Map wollen wir spielen. Oft ist irgendeine unbeliebte Map dabei. Und in vielen COD-Teilen war es jetzt zum Schluss so, du musstest die Map, die einfach gerade Rotze ist, spielen, obwohl du keinen Bock hattest und hattest einfach nicht die Wahl. Und das ist ein Feature, das wünsche ich mir für XDefiant, das wird kommen. Suchen und Zerstören wird kommen wahrscheinlich in der ersten Season. Ihr wisst auf jeden Fall jetzt, woran ihr seid. Und was ich auch noch begrüßenswert finde, jetzt wo ja der Release September naht und Ubisoft merkt, dass sie wahrscheinlich in Verzug geraten, diese offene Kommunikation auf
einigen Plattformen. Finde ich begrüßenswert, so rätseln wir noch nicht. Da gibt es andere Publisher, die einfach die Leute im Dunkeln lassen und wir nicht so richtig wissen, woran wir sind. Ich möchte jetzt keine Namen nennen. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was sehr, sehr begrüßenswert ist. Deswegen warten wir einfach mal noch ein paar Wochen mehr. Wenn wir Glück haben, wird es vielleicht doch noch Ende September. Wenn nicht, wird es halt Anfang Oktober. Who cares? Ich bin auf jeden Fall auf eure Kommentare gespannt. Und vor allen Dingen bin ich gespannt, ob es doch Leute gibt, die sich es nicht verkneifen konnten, wieder rumzujammern. Mir egal. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bleibt am Start, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn es Neuigkeiten zum Release gibt, und dann wird es auch auf jeden Fall einen festen Release geben, den Ubisoft bzw. Mark Rubin wird uns auf dem Laufenden halten, wenn es dann einen festen Termin gibt. Das ist übrigens, sorry, dass ich jetzt doch noch in die Länge ziehe, das hat Mark Rubin mich auch noch gesagt, sie haben bewusst keinen festen Termin genannt, damit sie dem Druck nachher auch gerecht werden. Wenn jetzt ein fester Tag schon feststehen würde, dann gibt es eine absolute Vollkatastrophe. Dann ist das Verschieben nämlich schlimmer als zu sagen September oder Sommer 2023. Deswegen, wir werden schon noch ein richtig cooles Spiel bekommen. Da bin ich überzeugt und ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Jetzt bin ich aber wirklich raus. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.